Schon wieder 10% der Straßenklasse abgeschlossen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Flatter 2. Street Twilight's Cup. 3 Rennen und die letzte Strecke ist neu. Und selbst nicht rausgecrashed, das ist gut. Odin Scorpion, ah, ich dachte, der will nochmal kreuzen und wir können ihn gegen... Ah, wie nennt man das? Hangar, das ist ein Hangar. Drücken. Da ist jemand aus dem Auto geflogen. Und zwar hinter uns. Wie schön die Sonne auch scheint. Aber ich habe ja schon erwähnt, Flatter 2 ist ein, wie ich finde, unglaublich schönes Spiel und ist sehr gut gealtert. Ist hier Stau? Leider nein. Hallo Martinez. Kaum Überschuss, trotzdem gedreht. Wir springen mal mit. Ich fahre mal weiter links, dann können wir vielleicht noch Holz mitnehmen. Boah, wir haben es oben nicht mitgenommen. Der Walker hat zu gut abgeräumt. Apropos abräumen. Sein Heckflügel hat er noch, wir haben unseren auch noch, der ist massiv verbogen. Oh, das geht doch schief, oder? Leicht berührt. Ja, genau, das wollte ich vorhin mit Walker, mit Carter machen. Ist mir bei der Martinez gelungen, sehr schön. Da steht noch ein Schild. Ich glaube, die Pylonen haben die Schilder links noch weggeräumt. Wir haben nachträglich noch Nitro erhalten. Oh. Mist. Da steht jemand verkehrt rum. Das ist zum Rauscrashen da. Die ist ja noch im Auto. Mann. Walker führt. Oh, Wasser. Hi. Oh, jetzt hängen wir hier. Was macht denn der Ray Carter? Eine Runde und der Rest von dieser noch. Eigentlich kann sich Walker nur noch selbst schlagen, weil er hat einen riesen Vorsprung. Markov ist Schrott. Ah, das Schild links ist weg. Der kleine Aufsteller. Oh, da ist Walker, hätte gedacht, der ist weiter weg. Gucken, ob er auch in der letzten Runde hier außen lang fährt. Oh, zu sehr gedreht. Die Scheiben sind noch ganz. Hier war er sehr schlecht. Und gedreht. Feinstes Drecksacktum. Gelernt ist gelernt. Martinez ist auch Schrott. Das Auto wurde zerlegt. Da würde ich jetzt gerne mal wissen, wie es sie einfach böse getroffen hat. Ist eigentlich keine Strecke, wo man über Szenen ausschießen kann. Hier gibt es klar ein paar Bäume, aber ansonsten kannst du halt bei einer scharfen Kurve noch gut und gerne unbeschadet
über die Kurve hinausschießen. Naja, vielleicht stand sie mal blöd und dann kam irgendwie Benton oder so vorbei. Keine Ahnung, irgendwie so. Oh, wir stehen ungünstig. Benton und Warcraft 3 und 4, also in anderer Reihenfolge. Schöne Kurve. Sieht von weiter weg herrlich aus. Oh, wer denn? Dachte wohl, das wäre eine Steilkurve. Oh. Oh, die fährt blöd. Ich brauche Nitro. Das war effektiv. Nicht viel Geschwindigkeit verloren und sehr viel Nitro bekommen. Das Heck sieht noch sehr unberührt aus, allen voran der Heckflügel. Jetzt nicht mehr so. Oh. Legt denn da einen Stein hin? Marco steht schon wieder da oben. Ist der bescheuert. Guck mal was. Vielleicht sehen wir das nicht, aber könnt mir vorstellen, der fährt da jetzt jede Runde lang. War denn das Helle gerade am linken Bildschirmrand? War das ein Grafikfehler? Keiner will das auf dem Dach liegende Auto mitnehmen. Es wiegt ja auch einiges. Martinez auf der 1. Die ist für die Gesamtwertung noch nicht so wild. Die wurde ja vorhin als zweites gecrashed. Geschrottet. Ey, schmeißt jemand mit Steinen? Und auch noch mit großen. Ich glaube, ich werde wieder springen. Das war Quatsch. Ja, definitiv springen. Oh, das Auto steht doof. Sehr nix. Oh. Wäre das die letzte Runde gewesen, wäre das übel. Kurz vor Ziel nochmal auf die Seite gelegt. Aber eine haben wir noch. Da hat sich Jackson gerade ganz schön gedreht, laut Streckenkarte. Martinus räumt den Fall ab mit dem Stein. Vom Sprung werde ich nochmal Nitro raushauen und dann beim Sprung eben neues Nitro bekommen. Das ist das Ziel. Aber ich muss auch gerade da hochfahren, sonst wird das nichts. Oh. Aua. Hau ab. Oh, das war nicht gut. Jetzt kommen die anderen ran. Benton auf der Innenbahn. Ja, genau. Nimm das Auto mit. Sehr schön. Das wird eng. Na. Mist! Oh, nee! Markov auf der 3 aktuell. Na gut. 2 Punkte auf Benton verloren. Das war nicht nett. 3 vor Benton. Das waren nur 3 Rennen, oder? Jackson hat gerade 9 Punkte, das wird nichts mehr. Benton 3... 6 Walker. Benton 3, 6 Walker.
Motor Raceway 3. Die Strecke führt über ein paar Brücken, die den kleinen See überqueren und bietet einen freien Blick auf den großen Hügel in der Mitte, der über alle Strecken der Gegend wacht. Das Komma vom Und ist Quatsch. Hier außen gibt es schöne Reifenstapel, die will ich mitnehmen. Och, meine. Hinten wird gleich der Felsen runterkommen. Das ist doch die Strecke, meine ich. Hoppala. Ja, da ist Gott. Die Felsen sind's. Oh oh. Kann man nicht so viel Nitro verdienen wie auf der anderen Strecke. Also streckenspezifisch, wenn man jemanden rammt natürlich, dann ist nochmal was anderes, aber es gibt ja auch nicht viele langsame Kurven, insofern kann man gar nicht mit Überschuss auf jemanden drauf fahren. Außer er hat sich vertan und steht gerade vielleicht im 90-Grad-Winkel zur Strecke. Können wir nicht groß schieben, das Auto ist zu dick. Das war mal in den ersten beiden Rennklassen mit ihr so, aber jetzt ist es schwieriger. Der Turm steht auch außerhalb, das ist Mist. Tankenstein in der Luft. Walker liegt gerade 4 Zähler vor uns, hat 6 Punkte Rückstand, Benton hat 3 Rückstand und liegt 2 vor uns. Wir müssen mal die Ideallinie freiräumen, was hier alles für Müll rumliegt. Die sind beide. Walker hätte ich nicht gedacht, dass er so sehr ins Taumeln kommt, ins Hintertreffen geraten. Ich spare mir das Nitro für irgendeinen Zwischenfall auf. Falls wir uns vertun, von irgendeinem Objekt, was rumliegt, aushebeln lassen. Martinez liegt gerade auf der 2. Oh! Das war schlecht. Dafür habe ich eben Nitro. Für genau so einen Scheiß. Oh oh. Martinez darf jetzt die 1 nicht verlieren. Ne, darf sie nicht. Wir liegen ja was. Oh oh, zu weit hinten. 3 Punkte vor Benton. Den Walker noch bekommen, das sollte klar gehen, aber das wird jetzt schwierig. Wir haben kein Nitro mehr. Jetzt heißt es mal wirklich Rennen fahren, nicht flatout-mäßig auf Drecksack sein unterwegs. Sein, sondern wirklich, ja, vielleicht doch beides zusammen. Einfach mal schnell fahren. Den Gesamtsieg haben wir inne. Der fährt auch innen lang. Schade. Die Front vom Wagen von Walker sieht schon sehr, sehr böse und cool aus. Fällt gerade auf und ein, den Wagen hier, den wir gerade haben, den hatte ich mal in einem Quartett, in einem Fahrzeugquartett. Auch mit Flammen, also Pickup und mit Flammenlackierung. Die Kamera ist viel zu oft zu nah dran. Noch 500 Credits, hier gar nichts bekommen.
Aber Platz 1, Einzähler vor dem Beenden. Oh, das wird auch nicht so einfach. Hier hätten wir den Ring of Fire noch offen, ne? Oh, 8-6 ist ja ein riesiger Unterschied. Das hätte ich mir jetzt nicht so krass vorgestellt. Das zweitbeste Nitro-Auto, aber deutlich hinter dem Lentus. Wir brauchen das Auto nicht, aber wir dürfen nur mit diesem Auto in die Klasse rein. Okay, Ring of Fire war schon in der nächsten Klasse. Viele Ringe wie möglich mitnehmen, die sind nicht gerade angeordnet. Und am besten auch noch ins Abkühlbecken, ins Löschbecken. Das war, glaube ich, zu niedrig. Oh, hängen bleiben war doof. Au, ins Becken kommen wir nicht mehr. Ring of Fire ist auch alles andere als einfach. Kein Hüpfer, den mache ich jetzt. Das sieht gut aus. 1562, vorhin hat jemand irgendwas mit 1400. Wird hier wieder addiert? Ne, der Beste gewinnt. Im Grunde muss man aber einfach einmal geflogen sein, um zu wissen, okay, in welchem Winkel anfahren, wie musst du auch den ersten Ring anfahren unter 1500. Feuerwasser heißt das, okay. Das sichern wir erstmal, wir machen es nochmal. Habt ihr das gerade bei Royal Flush gesehen? Da ist irgendwie Wasser gespritzt. Das sah komisch aus. Das war, glaube ich, zu hoch. Wir haben zu wenig Geschwindigkeit drauf. Ja. Au. Das war nicht so gut, aber es gibt ja noch zwei Versuche und nur der Beste zählt. Wieder etwas zu viel. Nö, sieht ganz gut aus. Oh, 9 Ringe und aua, heiß. Ich will noch ins Wasser. Komm, es wird nichts mehr. Aber ich gebe nicht auf. Irgendwann kommt das Punktebrett automatisch. Wir liegen oben fest. Ah. Wir müssen definitiv über 1400. Zu viel korrigiert nach dem Auswurf. Oh, komm schon. Das reicht nicht. Ich will nochmal Erster werden. Und wir nehmen erstmal diese Credits hier mit. Oh, glatt 1500. Das ist doch der Lentus eben mit zwei dicken Turbinen. So viel schneller sind wir da aber überhaupt gar nicht. Die zünden auch gar nicht. 170 km/h. Dinge sehen brutaler aus, als sie sind.
Mehr Schein als Sein und wir kommen nicht so gut durch. Da knackt's nochmal. Oh, der erste ist aber auch nicht gut gewesen. Zu niedrig. Ich muss schon wieder korrigieren. Schlecht. Damit verlieren wir eben Geschwindigkeiten. Damit kommen wir nicht so viel. Damit kommen wir nicht so viele Ringe. Zu hoch. Dann habe ich korrigieren müssen, damit haben wir Geschwindigkeit verloren und wieder nicht gut platziert. Noch nicht mal die 1000 geschafft. Dieser Schuggel war Mist. Ja, es ist wieder nicht gut. Zu niedrig, oder? Sieht doch gut aus. 36 Grad und es wird noch heißer. Reicht nur nicht für Platz 1. Ah, vorbei! Na gut, dann lassen wir das mal so stehen und werden dann in der nächsten Folge was anderes machen. Immerhin hatten wir einmal Platz 1, da hat jemand 2x0 und einmal 1090 bekommen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.